teilweise aus dem Buch, wo ich die Top 5 Panzerbücher vorgestellt habe. Herzlich willkommen beim Deutschen Panzermuseum. Endlich ein neues Video. Wir sind zurück, ich sage nicht aus der Sommerpause, denn die Sommerpause war ein Teil der großen Unterbrechung. Wir waren natürlich auch mal im Urlaub, an der See, in den Bergen, wo auch immer, oder sind zu Hause geblieben. Sondern wir haben zwei andere Punkte noch gehabt, die das Drehen schwer gemacht haben bzw. unmöglich gemacht haben. Das eine ist, dass wir an einem sehr großen Projekt gearbeitet haben, ganz, ganz, ganz viel, von dem man aber noch gar nichts sieht. Und zwar die Umstellung der jetzigen Ausstellung, also noch nicht der große Umbau, sondern eine Übergangsausstellung. Das frisst sehr viel Zeit und Arbeit und Energie. Dazu sage ich im zweiten Video was, was heute auch noch rauskommt. Der dritte Grund neben Urlaub und Übergangsausstellung ist die Tatsache, dass wir momentan sie in großen Massen begrüßen konnten im Panzermuseum. Dank der guten Inzidenzwerte, des Tourismus, der sich vor allen Dingen auf Deutschland zentriert und dank ihrer Treue, für die wir uns herzlich bedanken möchten, war das Haus immer rappelvoll. Also wir haben normalerweise im August so roundabout 13.000 bis 16.000 Besucherinnen im Haus. Dieses Jahr hatten wir 22.000 Besucherinnen im Haus. Also vielen Dank. Das heißt aber auch, dass 7 Tage die Woche auf ist und 7 Tage die Woche ist das Museum voll. Dann ist es schwierig, ein Video zu drehen. Das geht, aber es ist unheimlich anstrengend und unheimlich aufwendig. Und deswegen wird das nächste Video zu Geschichten aus Stahl, das, wie einige von Ihnen mitbekommen haben, im Frühsommer verhinderte Königstiger-Video, dann jetzt im Spätseptember gedreht werden und Frühjahr, also Anfang Oktober kommen. Wahrscheinlich in 2 oder 3 Folgen, so ähnlich wie die Dieselreihe. Und es wird eine Reihe geben über Panzerung von Panzern. So, auch wie die Dieselreihe mehrere Folgen. Das heißt, Content ist in Produktion, Stahl-Content, Geschichten aus Stahl. Es ist auch in Produktion, dass wir jetzt, weil dieses große Projekt ins Rollen kommt, mehr wieder aus hinter den Kulissen erzählen, was bei uns so vor sich geht. Also, all das hat sich so zusammengebraut bzw. wurde zurückgestaut. Und wir haben uns gedacht, schön, dass das alles losgeht, aber irgendwie müssen wir uns ja auch mal zurückmelden. Also brauchen wir ein Video, das wir kurz zwischendurch machen können und das am besten noch tagesaktuell ist. Und das ist es. Jetzt muss ich mich kurz umdrehen. Wir haben etwas geschenkt bekommen oder zugeschickt bekommen. Und zwar, jetzt muss ich mit dem Licht aufpassen, dieses Buch. Ein Buch aus dem Osprey Verlag, Kurdish Armor Against ISIS. Und YouTube verlangt es und der Anstand verlangt es, dass ich Ihnen mitteile, dass wir dieses Ansichtsexemplar, dieses Rezensionsexemplar gratis bekommen haben. Ob oder ob nicht ein geldwerter Vorteil von 13,99 mein öffentliches Urteil über dieses Buch vehement und entscheidend beeinflusst, diese Entscheidung liegt bei Ihnen. Ich hoffe, sie fällt zu meinen Gunsten aus. Ich habe, glaube ich, die letzten Jahre immer ganz, ganz klar bewiesen, wie ich mit Buchrezensionen umgehe, egal ob mir das Buch geschenkt wird vom Verlag oder nicht. So, dieses Buch kommt aber erst nächste Woche raus, nämlich am Dienstag, den 14. September. Das bedeutet, wir haben eine Vorabrezension und weil das eben tagesaktuell gebunden ist, wollten wir auf jeden Fall dieses Video als erstes kurz rausschieben. Dann kommen jetzt Videos zu hinter den Kulissen und wie gesagt, wenn es dann wieder kühler wird und wir mehr drehen können, endlich auch wieder Geschichten aus Stahl. Das als kleines Lesezeichen, ja sehr passend, kleines Lesezeichen, als kleines Lebenszeichen und jetzt auf zu den kurdischen Panzern. So, hallo, jetzt zur eigentlichen Buchrezension einer neuen Folge Papierkrieg. Das Buch, das ich hier in der Hand habe, ist ein typisches Osprey-Buch. Typisch heißt, es hat wie fast immer 48 Seiten. Es ist ein Buch, das eine kleine broschierte Form hat und besticht durch eine Mischung aus, jetzt versuche ich es wieder mal, aus jeder Menge Fotos, aber auch Zeichnungen und, was ich wichtig finde, ausreichend Text. Also, dieses Buch ist kein Fotoband, in dem so ein paar Alibi-Sachen dazugeschrieben wurden, wie das manchmal früher in den Waffenarsenalheften beispielsweise der Fall war, womit die dokumentarische Leistung dieser Fotobände nicht geschmälert werden soll. Aber es waren halt Fotosammlungen mit ein bisschen Text. Das hier ist trotz der nur 48 Seiten ein richtiges Buch. Es ist auch deshalb ein richtiges Buch, weil, wenn wir auf die Autorenschaft gucken, es eine wahnsinnig spannende Kombination ist. Das Buch heißt ja Kurdish Armor Against ISIS, JPG und SDF Tanks, Technicals and AFVs in the Syrian Civil War 2014 till 2019. So, komplizierter Titel. Es ist ein hochaktuelles Buch. Es dreht sich also um Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, sowohl
serienmäßig hergestellt, als auch verändert, als auch komplett improvisiert, die von der JPG bzw. den syrischen Defense Forces, also Syrian Defense Forces, im Bürgerkrieg gegen ISIS eingesetzt wurden. So, damit ist es hochaktuell. Also wir haben ja 100 Jahre Panzergeschichte und das geht bis vor 2 Jahre zurück. Aktueller geht es eigentlich nicht. Wer kann so ein Buch schreiben? Das Problem, und deswegen finde ich erstmal, das ist das erste Zwischenfazit, ist es ein wichtiges Buch. Das Problem bei Geschichtsschreibung ist ja immer, man braucht eine gewisse Distanz, bis man an die Quellen kommt, bis man den Kontext findet, bis man das Gesamtbild hat, bis man darüber erklären kann. Das bedeutet aber, dass wir viele aktuelle Entwicklungen verschlafen und wir als Museum wollen ja immer auch den Konnex zwischen Vergangenheit und Gegenwart schaffen. Also wir werden ja immer gefragt, auch vom Museum, von den Medien, Presse, auch von Ihnen, was ist denn die Rolle des Panzers so? Und die Rolle des Panzers momentan da draußen läuft auf mindestens 3 Gleisen. Ich will jetzt nicht spoilern, was, aber es gibt 3 verschiedene Welten von Panzerei momentan mindestens. Und dieses Buch beleuchtet eine hochaktuelle Welt. Man könnte sie die Low-Tech- oder die Medium-Tech-Welt nennen, also die im Gegensatz zu High-Tech, also die Panzerei, die mit einfachsten oder einfachen Mitteln arbeitet. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer kann so ein Buch denn schreiben? Es gibt ja noch wenig Quellen aus der Region. Also es gibt keine großen, es gibt Studien von westlichen Geheimdiensten oder Nachrichtendiensten. Es gibt natürlich Erinnerungen bereits, es gibt jede Menge Videos und so weiter, aber das ist ja noch nicht zusammengezogen in einem richtigen Quellenkorpus. Und hier hat das Buch seine zweite große Stärke. Geschrieben wurde es von 2 Personen. Eine kenne ich, eine nicht. Was das Buch so glaubwürdig macht, für mich erstmal als Quelle lesbar und satisfaktionsfähig sozusagen, ist die Tatsache, dass der eine Autor Alaric Searle ist. Alaric Searle kennen Sie teilweise von Stahl auf der Heide, teilweise aus dem Buch, wo ich die Top 5 Panzerbücher vorgestellt habe. Alaric ist ein Freund des Hauses, ist auch im Arbeitskreis Militärgeschichte in Deutschland organisiert, ist aber Brite und lehrt an der University of Salford. Wenn Ihnen das nicht sagt, es ist die University of Greater Manchester. Da ist er ordentlicher Professor für Geschichte, hat eins der, wie ich finde, Standardwerke über die Panzerei bzw. die Panzerkriegführung herausgebracht. Das ist in dem Video über die Top 5 Panzervideos gefeatured. Und hat auch ein weiteres Buch rausgebracht über Fuller beispielsweise, also den großen oder nicht so großen, oder ich will das Buch nicht spoilern, über den Panzervordenker der Zwischenkriegszeit. So, Alaric Searle ist also jemand, der A, von Panzerei Ahnung hat, der B, Ahnung hat, wie man Panzerei im historischen Kontext einordnet und der C, sich mit Quellen, Glaubwürdigkeit, Quellenkritik und Einordnung von Quellen bestens auskennt. So, das ist erstmal sozusagen ein guter geschichtswissenschaftlicher Handwerker. Auf der anderen Seite steht eine Person, die ich persönlich nicht kenne, die aber etwas Großartiges mitbringt für dieses Buch, nämlich Kampferfahrung aus diesem Krieg. Der zweite Autor ist Ed Nash und hier steht, dass er für die JPG 2015-2016 gekämpft hat, auch in einigen Offensiven teilgenommen hat, hat auch ein Buch darüber geschrieben, das ich nicht gelesen habe. Er hat sich offenbar in sehr vielen Konfliktzonen des Planeten auch ansonsten aufgehalten, wobei nicht ganz klar ist aus der Autorenbeschreibung, ob er das sozusagen aus journalistischen, literarischen, militärischen oder anderen Gründen gemacht hat, sei es drum. Und er hat einen Abschluss in Geschichte, was ihn jetzt nicht automatisch zum Historiker macht, aber zumindest zeigt es, dass er historisch denkt und offensichtlich auch das Grundlagenhandwerk von Quellenkritik und so weiter gelernt hat. So, diese Kombination ist genau gut, um so ein Buch zu schreiben. Sie haben einen Zeitzeugen, den Sie interviewen, der vor allen Dingen noch frisch ist, nicht 40, 30 Jahre später, wie wir das ja oft zum Zweiten Weltkrieg gemacht haben, oder 50, 60 Jahre später, wie das immer noch gemacht wird, sondern jemand, der gerade da war. Natürlich nur eine Quelle, aber wie gesagt, Oral History ist eine Form der geschichtswissenschaftlichen Technik, die Alaric beherrscht, also glaube ich, dass das vernünftig gemacht wurde. Darüber hinaus gibt es eine sehr kurze Bibliografie, das heißt, Bücher wurden zu Rate gezogen, aber sehr wenige, wie auch geschrieben wird. Es gibt kaum welche bis jetzt, aber natürlich auch Unmengen von Videos, von Berichten, Presseberichten, von nicht Verschlusssache Berichten aus der Region und so weiter. Und das alles zusammengezogen kann dieses Buch gut begründen. Und das ist jetzt das dritte Fazit. Ich habe das eindeutige Gefühl, dass hier genau die richtige Waage getroffen wurde. Aus einerseits, wir verlassen uns auf einen Zeitzeugen und wir verlassen und dessen Fachwissen und Erfahrung. Und wir verlassen uns auf überprüfbare Quellen multipler Art, die wir dann gegeneinander abwägen und auch mit diesem Zeitzeugenwissen wieder zusammenbringen.
Ich habe so ein bisschen den Verdacht, aber der ist unbegründet, dass Ed Nash eher sozusagen der Berater war, der das Material geliefert hat und Eric das Buch eigentlich geschrieben hat. Das ist aber weder ein Vorwurf, noch kann ich das begründen. Das ist einfach so. So. Also, Sie haben jetzt die Rahmendaten des Buches, was wird behandelt. Und ich wollte jetzt einmal so ganz kurz durchgehen, was drin steht und so ein paar Sachen reinspielen, damit Sie sehen, was Interessantes drin ist, damit Sie das Buch vielleicht kaufen oder auch nicht kaufen, weil eine ganze Reihe spannender Erkenntnisse über aktuelle Panzerkriegführung da drin sind, die ich mal kurz anreißen wollte, damit Sie sehen, was da so geboten wird. Grundsätzlich ist es erstmal gut, dass das Buch nur 48 Seiten hat, in gewissem Maße, weil die unglaublich verworrenen politischen und jetzt auch schon historischen Verhältnisse mit Gruppen, Fraktionen, Allianzen, Abspaltung, verschiedenen Frontstellungen referiert werden, aber weil so wenig Platz war, muss es sehr kompakt passieren. Und das haben die beiden Autoren sehr gut gemeistert. Leute, die schreiben, wissen das. Oftmals zwingt uns eine Seitenbegrenzung dazu, prägnanter zu formulieren, als wir es könnten, wenn wir so viel Zeit haben, wie wir wollen, oder so viel Raum haben, wie wir wollen. Und hier hat es geholfen. Manchmal kippt es dann in das andere Extrem, dass es nicht mehr lesbar wird, weil es so komprimiert ist. Hier nicht. Also es gibt einen großen Überblick über das gesamte historische Fenster, um das es geht, und der ist auch gut lesbar. Und da geht es auch gleich mit der ersten Einleitung los, wo dann gesagt wird, naja, wenn man so an die Bilder aus diesem Krieg denkt, dann haben die meisten Leute die Assoziation, dass es ein primär infanteristischer Krieg ist. Und rein quantitativ stimmt das auch, aber gepanzerte Fahrzeuge, und ich nehme jetzt diesen ganz breiten Begriff, der umfasst jetzt, und das wird auch hier so gemacht, der umfasst alles vom Main Battle Tank, also vom Kampfpanzer, im Regelfall sowjetischer Herkunft, über Infanterie, also Infantry Fighting Vehicles, also Schützenpanzer, über gepanzerte Truppentransporter bis hin zu improvisierten Panzern, bis zu Technicals, also diesen typischen Wagen, wo hinten ein Geschütz oder so rauf montiert ist. All das nehme ich jetzt für dieses Video einfach mal zusammen als gepanzerte Fahrzeuge oder Gefechtsfahrzeuge, muss man eigentlich sagen. So, also, es ist ein primär infanteristischer Krieg, aber die gepanzerten Gefechtsfahrzeuge in diesem Krieg sind zwar wenige gewesen, haben aber immer entscheidenden Einfluss gehabt. Also der schnelle Vormarsch beispielsweise von ISIS am Anfang des Konfliktes wird hier einmal als eine Erkenntnis aufgeschrieben, ist dadurch begründet worden, dass die einen riesen Schwall an Fahrzeugen aus ihren Erfolgen im Irak nach Syrien rübergebracht haben. Das heißt, wir haben hier schon mal auf einer operativen, fast strategischen Ebene eine Analyse, wie diese Fahrzeuge sich auf die Kriegführung ausgewirkt haben. Und dass im Gegenzug dann später im offenen Terrain von Syrien diese Fahrzeuge auch für die kurdischen Kämpfer nachher wieder das notwendige Material waren, um die Siege einfahren zu können. Also, um über weite Distanzen zu verlegen, um gezieltes Unterstützungsfeuer zu leisten, auch spannender Punkt, kommt gleich, große Erkenntnis, gezieltes Unterstützungsfeuer, und auch um die Schlagkraft an einem bestimmten Punkt zu erreichen, um halt Erfolge zu erringen. Das heißt, sowohl bei den ursprünglichen Erfolgen von ISIS, als auch bei den späteren und dann abschließenden Erfolgen der Kurden und auch ihrer Verbündeten. Also ich sage jetzt einfach mal der Kurden, weil es halt JPG der Aufhänger ist, aber ich benutze diese beiden jetzt Sachen durcheinander, aber gemeint sind dann später natürlich die SDF. Also, dass deren Erfolge am Ende dann auch nur dadurch begründet werden konnten, dass die Fahrzeuge da waren. Es hätte vielleicht auch anders funktionieren können, aber es wäre sehr viel schwieriger geworden. Es geht dann beispielsweise um die Rolle der Humvees, die ja so bekannt sind, die in großer Zahl bei JPG dabei waren, und wie schwierig es ist, wenn niemand da ist, der Ersatzteile liefert und wie schnell die kaputt gehen und wie die dann aussehen, wie schnell die verbraucht werden oder beispielsweise, wie sich dann der Wind dreht, als diese Ersatzteile kommen. Das hängt dann wieder zusammen mit der Tatsache, dass eben keine westlichen Kampfpanzer geliefert werden, weil die US-türkischen Beziehungen das so nicht ausgehalten hätten, dass die Amerikaner an die Kurden Kampfpanzer liefern. Also hier ist der Moment sofort erreicht, wo über Panzer geredet wird, die in dieser Region eingesetzt werden. Und sofort sind wir bei Wirtschaftsgeschichte, bei Politikgeschichte und so weiter und so fort. Es wird darauf eingegangen, dass am Anfang des Krieges beispielsweise diese gepanzerten Gefechtsfahrzeuge erstmal sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wirksam waren, weil es kaum Panzerabwehrwaffen in der Region gab, also in der Region, wo die JPG gekämpft hat. In anderen Regionen von Syrien sah das anders aus. Als die dann aufkommen, nimmt deren Wirksamkeit und damit ihre Wichtigkeit wieder ab und nachher nimmt sie wieder zu, als dann die Fahrzeuge wieder besser gewartet werden und mehr werden und so weiter. Also so Wellenbewegungen, die von Verfügbarkeit von Waffen, Ersatzteillieferungen und so weiter abhängen, werden schön skizziert. Schön skizziert wird auch, wie wichtig zum Beispiel die Schrauber sind, also dass man solche Sachen eben auch selber reparieren kann oder eben auch nicht, was das für Probleme baut.
In der Phase, wo es noch wenig Panzerabwehrwaffen gab, sind auch alle Seiten dabei und JPG eben besonders, sogenannte improvisierte Panzerfahrzeuge zu bauen. Also das sind wirklich diese, muss ich doch nochmal das Bild hochhalten, hier ist es oben drauf, so selbstgebaute Fahrzeuge in allen möglichen Formen. Also im Regelfall diese Variante, dass irgendein schweres Fahrzeug, wie beispielsweise in dem Fall ein Müllwagen genommen wird, mit Platten überpanzert wird, dann wird irgendwo noch ein schweres Maschinengewehr raufgeschraubt, in einigen Fällen sogar ein BMP-Turm ausgebaut und in so ein schweres ziviles Fahrzeug eingebaut. Die werden hier ganz viel beschrieben. Und das Interessante ist, man kann dann, wenn man das mit YouTube verbindet, weil ja viele Quellen für das Buch auch wieder YouTube-Videos sind, also ohne die entsprechende Propaganda, die dahinter steht, sondern rein für die technischen Informationen. Wenn man das dann wieder googelt mit den Begriffen, die man im Buch findet, dann findet man die entsprechenden Grundlagenvideos natürlich schnell. Und das ist wahnsinnig spannend. Also es gibt hier so ein paar Fahrzeuge, die sind wirklich interessant designt. Moment, kriege ich das so hin? Ja. So, da. Das sind halt improvisierte Fahrzeuge, die selbst gebaut wurden. Und die kann man dann bei YouTube finden und sieht sie im Einsatz. Spannend fand ich, dass diese historisch und polit- oder popkulturell interessant, dass diese Fahrzeuge von den kurdischen Einheiten und ihren Alliierten entweder Sandcrawlers genannt wurden, also nach dem Star Wars-Fahrzeug der Jawas, was wunderbar passt, oder Panzers, also das deutsche Lehnwort übernommen wurde, anstatt Tanks. Und deren Wichtigkeit und Aufkommen und Verschwinden dann wieder wird auch nochmal skizziert. Also die sind halt am Anfang besonders wichtig, als es eben noch wenig Panzerabwehrwaffen gibt und sie werden später nicht mehr so wichtig sein, wenn es mehr Panzerabwehrwaffen gibt und die Unterstützung von außen aus dem Westen stärker fließt. Und diese Sandcrawler haben lauter spannende Facetten. Also beispielsweise werden sie ganz oft nicht als richtige Assault Vehicles, also nicht als Sturmfahrzeuge benutzt, sondern als APCs, also Personentransporter. Das heißt, es geht vor allem darum, die infanteristisch eingesetzten Soldaten unter Panzerschutz nach vorne zu bringen und dann auszuladen und ins Gefecht rennen zu lassen, also abgesessener Kampf in improvisierten Müllwagen. Weil diese Fahrzeuge aus ziviler Produktion stammen und bekannt sind, sind sie natürlich viel leichter zu warten als das komische Gerät, was man vielleicht erbeutet hat oder bekommt von den Verbündeten. Und weil sie oftmals auf Bulldozern und so weiter auch aufgesetzt waren, auf Kettenfahrzeugen, können sie wiederum benutzt werden, um zum Beispiel Feldbefestigung aufzuwerfen. Weil wenn man das clever macht, kann man eben, was weiß ich, vorne die Frontplatte wieder abschrauben und den eigentlichen Schubschild dann benutzen, um eben eine Feldbefestigung aufzuwerfen. Ganz, ganz spannend. Die Fahrzeuge werden immer besser. Es gibt zum Beispiel nachher Umbauten von T-55 oder 54, also sehr alten sowjetischen Fahrzeugen, wo dann beispielsweise der Turmdrehmechanismus nicht mehr geht. Ja gut, dann wird das eben rausgezogen, der Turm, und dann wird da ein MG aufgebaut mit einem entsprechenden Gefechtsstand, aus dem man dann schießen kann, mit Personenschutz. Also eine ganz, ganz spannende Sache. Es geht auch darum in dem Buch, wo diese Fahrzeuge herkommen. Also welche Probleme das machte, welche Fraktion in ihrem Gebiet vorfand, was weggenommen wurde, wie man da neues Material herbekommen hat. Also da geht es dann um Logistik und Unterstützung und so weiter. Umbauten sind auch bei den Fahrzeugen, die auf diesem Weg zu den JPG gekommen sind oder den SDF später, die da hingekommen sind, auch ganz spannend. Also beispielsweise gibt es dann Fotos, die dann Ed Nash beispielsweise beigesteuert hat, aus dem Inneren von diesen Panzerfahrzeugen. Und da sind dann beispielsweise in den BMPs die Sitze und die ganzen Innenraumsachen sind alle rausgerissen worden, damit mehr Leute reinkommen. Und dann sitzen die da halt wirklich total eng gedrängt, haben wir fast die doppelte Kopfzahl von Leuten drin, weil die eben keine Ausrüstung dabei haben, sondern wirklich nur die Waffe in dem Moment, weil es wirklich dieses Prinzip des Unterpanzerschutz heran, absitzen, Feuerkampf und dann wieder aufsitzen, auf die Spitze treibt mit so vielen Leuten wie möglich, weil es ja nur so wenige Fahrzeuge davon gab. Das ist auch ein Punkt, der nochmal beschrieben wird. Diese Fahrzeuge sind auch moralisch sehr wichtig. Also das hier ist es ist auch ein Buch für Nietenliebhaber, es wird viel über Technik gesprochen, aber sie sind eben auch einfach als moralische Unterstützung ganz, ganz wichtig. Gerade am Anfang, da wo sie auftauchen, setzen sie Akzente und verleihen den eigenen Truppen tatsächlich nochmal einen kleinen Aufschwung moralischer Natur und dem Gegner das Gegenteil. Aber nicht nur das. Gerade die Technicals, also die Toyota Hilux ist der bekannteste, diese typischen Pickups, wo hinten was raufmontiert ist, die werden hier auch in einem ganzen Abschnitt behandelt. Und was da alles raufmontiert wurde, das ist teilweise wirklich überraschend. Und diese Fahrzeuge wurden zum Beispiel ganz anders eingesetzt, als man sich das gedacht hat. Das Bild, was man ganz oft hat von Technicals, gerade aus den Konflikten in Afrika, ist ja, dass die einfach vorfahren und entweder als Assault Vehicles, also als Sturmfahrzeuge benutzt werden, oder dass die halt einfach Feuer regnen lassen, also wirklich
einfach nur ungezieltes Massenfeuer in eine Region werfen, um den Feind zu unterdrücken oder zu vertreiben. Die JPG hat das immer abgelehnt, also bis auf einige Ausnahmen, die auch wieder beschrieben sind, sondern die haben ihre, was sie da drauf hatten, ihre schweren Maschinengewehre, überschweren Maschinengewehre, Flugabwehrmaschinenkanonen haben sie dafür benutzt, um gezieltes Einzelfeuer abzugeben. Ja, auch mit den schweren sowjetischen Maschinengewehren, was echt eine Kunst ist, wenn man das hier so liest, um sich einzuschießen und dann wirklich mit gezieltem Feuer einzelne Gebäude in einem Dorf oder einer Siedlung, die erobert werden sollte, komplett zu zerlegen oder so unter Druck zu setzen, dass die entsprechenden vermuteten oder aufgeklärten Feindtruppen sich aus den Gebäuden oder irgendwann auch aus dem ganzen Dorf zurückziehen mussten. Also das ist das Gegenteil von dem, was man denkt, eine leichte technische Lösung, dann wird auch schlechte, also nach militärtaktischen, technischen Ideen, eine schlechte Verwendung dahinter stehen. Nein, im Gegenteil. Also die haben sich eigenes Langstreckenunterstützungsfeuer damit zu eigen gemacht, weil sie zwar teilweise von den US-Militärs Luftunterstützung bekommen haben, aber das immer von ganz vielen Faktoren abhing, die sie nicht beeinflussen konnten. Und deswegen haben sie diese Technicals tatsächlich dann dazu benutzt, das zu ersetzen und haben da eine entsprechende Handhabung für entwickelt. Interessant ist übrigens die Nomenklatur in dem Buch. Wir benutzen ja hier in Deutschland meistens das Wort Technicals, wie ich jetzt auch die ganze Zeit, für diese Fahrzeuge. In dem Buch wird das Wort Duschka benutzt oder Dischka. Das leitet sich, das Wort gibt es tatsächlich, das kennen viele von Ihnen bestimmt, das leitet sich von der Abkürzung eines schweren sowjetischen Maschinengewehrs ab. Und wenn man diese Buchstaben schnell ausspricht, dann fügt sich so ein IU-Laut ein, dann wird es Dischka oder Duschka. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das im Russischen scheinbar das Äquivalent zu dem, was wir Schatz, Liebling oder Baby im Beziehungssinn nennen würden. Und dieses Buch erweitert das aber auf das gesamte System, also sowohl den Pickup mit aufgeschraubtem Maschinengewehr. Wenn man das googelt, findet man das kaum. Also ich habe das nirgendwo gefunden. Ich fände es mal ganz spannend, ob einer von Ihnen da draußen, bitte in die Kommentare, den Begriff Duschka für Technicals kennt. Ich kann die nicht, aber hier in dem Buch wird er konsequent benutzt. Was darauf schließen lässt, dass wahrscheinlich Ed Nash als eben Zeitzeugenberater aus der Region das mitgebracht hat und dass es da so benutzt wurde, neben den Panzers und den Sandcrawlers. Genau, der letzte Punkt, so technische Kleinigkeiten, ganz, ganz spannend. Weil ja die Ersatzteillage mies war und weil Dinge kaputt gehen während des Betriebs, kommen dann irgendwann auch ganz spannende Lösungen zutage. Es gibt eine Szene, wo ein T, ich glaube 55 in dem Fall, da ist offensichtlich die Zieloptik hinüber und dann haben die sich ins Rohr vorne ein Kreuz reingeklebt, so dass sie also durchs Rohr dann einmal, danach war das Kreuz ja weg, treffen konnten. Wobei der Kommentar sagt, dass die Ergebnisse erwartungsgemäß waren, also sie hätten treffen können. Und ein anderes Beispiel ist, dass gerade Panzer, alte sowjetische Panzer, die zur Feuerunterstützung benutzt wurden, den hat man irgendwann nicht mehr so richtig vertraut, klar, weil die unter Wear and Tear und der Abnutzung standen. Und da gibt es zum Beispiel ein Foto, wie dann das Fahrzeug steht, aber die Besatzung ist hinten auf dem Heck des Fahrzeugs und die Kanone wird offensichtlich mit einem Seil abgefeuert. Also Sicherheit hergestellt, man ist zumindest nicht drin, wenn der Verschluss reißt. Insofern sind auch wirklich die Details von ganz oben für, wie sind diese Fahrzeuge für Operationen wichtig, wie ist der politische Zusammenhang, bis runter zu, wie lösen wir eine Kanone aus, ist hier alles drin. Auf 48 Seiten. Schön gestaltet nebenbei noch, das ist ja auch ein Punkt. Die einzige Kritik, die ich habe, es ist manchmal ein bisschen verwirrend, das Buch heißt ja Kurdish Armor Against ISIS. So, das könnte jetzt sein, ein Duel, wie Osprey es hier hat, also zwei Seiten, die beleuchtet werden, oder es beleuchtet halt eben nur die Kurdish Armor im Einsatz gegen ISIS. So ist es auch gedacht, das heißt ja auch JPG Tanks in the Syrian Civil War. Aber das Buch, weil eben beide Seiten dieselben Lösungen ganz oft benutzt haben, beschreibt auch ganz oft beide Seiten, sodass man vielleicht hier eher noch ein paar Seiten für ISIS hätte oder ISIS hätte reservieren sollen, um dann wirklich ein ausgewogenes Buch zu machen. Das stört nicht, aber es hat mich manches Mal verwirrt, weil ich dann als Rezensent das gelesen habe und gar nicht genau wusste, was ist denn jetzt der Fokus? Die eine Seite und ihr Kampf oder die beiden Seiten im Kampf gegeneinander? Aber letztlich ist es auch egal. Das ist tatsächlich die einzige nennenswerte Kritik, die ich gefunden habe. Und deswegen ist das Fazit dieses Videos auf jeden Fall, wenn Sie sich für Panzerei interessieren und die Entwicklung der letzten Jahre und die daraus resultierende Idee für die Zukunft des Panzers in einigen Regionen dieses Planeten, kommen Sie um dieses Buch schwerlich nur herum, sollten es dringend kaufen. Und das war es auch schon. Und ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Freude gemacht. Wir sind wieder da und wir sehen uns bald zu mehr Videos. Vielen Dank.